Mein. So, da sind wir wieder. Mit dem Käffchen. Nein, es stimmt gar nicht. Es ist Cappuccino. Auf jeden Fall, wir sehen hier den Vitris und wir sehen hier den Mich. Und auf jeden Fall fahren wir gerade zur Boot. Wir versuchen nicht den Passantenplatz zu fahren, weil Vitris fährt mal wieder und das, da bin ich nah am Tod. Auf jeden Fall geht's jetzt los. Wir sind sehr früh. Aber ist egal, dann sind wir rechtzeitig da, dann können wir rein, dann können wir alle Eindrücke auf uns wirken lassen. Möchte ich so behaupten. Ja. Und dann schauen wir mal, was da so los ist. Wir erwarten viele unterschiedliche Verträge, die wir uns da so ein paar Brötchen wollten uns auch da gönnen. Auf jeden Fall. Wir werden da sehr schön gucken. Oder für 6 Millionen eine Yacht kaufen. Auf jeden Fall. Guck mal, was da nicht geht. Guck mal, was da geht. Da. Wir sind hier in den Hallen. Es sind ein paar ganz nette kleine Brötchen oberhalb unserer Preisklasse dabei. Aber wir gehen mal weiter. Spielzeug entdeckt, würde ich sagen. Die SpongeBob-Vieh-Insel. Da glaube ich, habe ich richtig Spaß mit. Das meinst du das so? Sieht sehr geil aus. Könnte man ausprobieren direkt. Genau. Macht deinen Drink ja schon. Alles eine los. Frage des Preises. Wir stehen jetzt in der Halle Nummer 6 von den etwas günstigeren Booten. Bei den guten Booten. Bei den guten Booten. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, was sagst du dazu, was du hier siehst? Ich schwenke mal alles darüber. Nicht für den Rhein gedacht. Das ist alles eher für andere Gewässer gedacht als für den Rhein. Das würde ich auch so sehen. Ja. Aber prinzipiell schöne Dinger. Also wenn man so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Minuten über hat, könnte man hier fündig werden und wenn man in Monaco wohnt. Ansonsten, ich glaube, für uns ist es eher nichts, aber mal ganz interessant anzugucken. We'll be right back.
wir sind jetzt hier durch mit der Messe. Viele, viele Eindrücke, wirklich sehr, sehr viele Eindrücke. Es gibt viele schöne Boote, es gibt halbwegs günstige Boote mit einer guten Ausstattung, es gibt sehr teure Boote, es gibt lange Lieferzeiten, es gibt kurze Lieferzeiten, es gibt alles. Ja, auf jeden Fall ist es ein Besuch wert. So, und in diesem Sinne sagen wir, ein Besuch lohnt sich, wenn man viel Neues sehen möchte und auch Bock hat, was zu kaufen. Und Verträge muss man jetzt nicht mehr unterschreiben für die Millionenjachten, aber es lohnt sich ein Besuch, wenn man bootbegeistert ist, auf jeden Fall, um die neuesten Trends zu sehen. Kommt her, auf die Boote, es lohnt sich. Und in diesem Sinne melden wir uns ab für heute. Ja. Und wir sehen uns dann zum Saisonstart. Ciao.